Die Stadt ist nicht mehr dasselbe. Überall Schmutz, Verbrecher. Jemand muss endlich was dagegen unternehmen. Warum bleibt eigentlich immer alles an mir hängen? Jämmerlich. Junge! Junge, was soll die Scheiße? Weißt du, ich bin nicht Raucher. Warum soll ich mir jetzt eine Zigarette hier anzünden? Mann, Marcel, ich hab dir gesagt, das muss authentisch wirken. Ist hier eine scheiß Zigarette, Mann? Authentisch, Junge. Stecke sonst wohl in die Scheiße. Das mach ich nicht. Hier. Ruhe! Wir haben nur noch 5 Minuten. Hört auf, euch zu streiten. Los, weiter. Jetzt mach. Los. Herzlich willkommen hier zu einer kleinen Special-Folge, Spoiler. Wir befinden uns hier tatsächlich gerade in Potsdam im Studio Babelsberg, ja, dem berühmten Studio Babelsberg. Und wir stehen hier im Set, ja, da wo die ganze Magie zur neuen Sky-Serie Babylon Berlin geschehen ist. Hallo. Wach auf. Ich führe dich jetzt zurück zu der Quelle deiner Angst. Gerion Rath. Sondermittel aus Köln. Zu Asche, zu Staub. Das Ziel dieser Leute ist nichts Geringeres als die Zerschlagung unserer Demokratie. Du hast keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast. Deshalb bin ich hier. Willkommen in der Stadt der Sünde. So läuft das in dieser Stadt. Es ist wohl nur ein Traum. Ich brauche deine Verbindung zur Polizei nicht. Mir gehört die Polizei. Wer weiß es schon genau? Babylon Berlin. Wir haben hier tatsächlich mehrere Stadtteile sogar eingebaut. Ja, wenn du da einmal rüberschwenken möchtest, da hinten ist noch der Kollege. Wink mal, Paul. Da haben wir so das Reichenviertel und hier geht es dann so langsam mehr in die Unterschicht, mehr oder weniger. Das Ganze hat tatsächlich um die 8 Millionen Euro gekostet, das hier hinzupflanzen. Aber das sieht man in der Serie tatsächlich auch. Wir durften vorab 2 Folgen sehen und ich muss sagen, auch wenn das Ganze hier, ne, bezahlt ist, Sahne, wirklich. Endlich mal eine Serie, die Konkurrenz zu den amerikanischen großen Serien bildet. Man sieht es ja an jeder Ecke, ja? Wenn man hier mal so hingeht. Gut, die Schaufenster sind jetzt leer, aber ist trotzdem. Kann man mal reingucken. Wow, das mit sogar mit Boden, mit Tapete, alles mit dabei. Aber hier in Babelsberg wurde jetzt nicht nur Babylon Berlin gedreht. Über die Jahre hinweg, ja, so viele geile Sachen. Ja. Das ist hier so der Hotspot in Deutschland, wo der geilste Shit überhaupt gedreht wurde. Und wir haben einmal zusammengefasst, was hier so abgegangen ist die letzten Jahre. Und so. 1912 fiel in dem heutigen Potsdamer Stadtteil Babelsberg zum ersten Mal in einem brandneuen gläsernen Filmatelier die Klappe für den Stummfilm Der Totentanz. Nachdem die UFA während des Ersten Weltkrieges die Heiligenhallen mit Propagandafilm eher entehrt hatte, schaffte es Fritz Lang 1926 eines der bedeutendsten Werke der Filmgeschichte zu produzieren und den deutschen Film weltweit nach vorne zu bringen. Metropolis. Von da an schien Babelsberg die Traumschmiede Deutschlands zu sein. Unzählige Filmklassiker wie Nosferatu, Der blaue Engel oder Das Kabinett des Dr. Caligari wurden hier produziert und deutsche Filmlegenden wie Alfred Hitchcock, Heinz Rührmann oder Marlene Dietrich fanden hier ihren Karriereursprung und den großen Erfolg. Jedoch ließ der Zweite Weltkrieg nicht mehr lange auf sich warten und zerstörte prompt die zahlreichen Träume vieler aufstrebender Filmemacher. Einige renommierte Regisseure, Schauspieler und Produzenten flüchteten ins Ausland und Propagandaminister Goebbels übernahm das Ruder, um erneut Propagandafilme auf dem Potsdamer Studiogelände zu drehen. Nach dem Krieg wurde Deutschland geteilt und Babelsberg war nun Teil der DDR. Hier wurden von 1946 bis 1990 über 700 Spielfilme gedreht, 600 davon Fernsehproduktionen und beinahe nur Kinder- und Heimatfilme. Auch wenn einer dieser Filme, Jakob der Lügner, einen Oscar erhalten hatte, alles war plötzlich anders und vom einst aufscheinenden Kinostern blieben nur noch ein paar Reste, die für immer dieselben Geschichten wiederverwertet wurden. Nach der Wende wurde das Studiogelände von einem französischen Konzern aufgekauft und wieder privatisiert. Millionensummen wurden in den Ausbau der Studios investiert, das Studiogelände vergrößert und durch eine Universität und einen Freizeitpark erweitert. 2004 ging die neue Medienstadt wieder in deutsche Hand über und war nun Teil der Filmbetriebe Berlin-Brandenburg. Ab hier ging es wieder steil bergauf, denn Filmemacher aus aller Welt rissen sich darum, einen ihrer Filme in Babelsberg zu drehen. It was such a special group of people making this film. More exciting than the Hollywood Studios. Thank you.
Mal schauen, was wir noch alles zu sehen bekommen aus der Traumschmiede Babelsberg. Der Klient meinte, es wäre dringend. Das sagen sie immer. Würde er denn wenigstens dementsprechend bezahlen? Oh. Babylon Berlin spielt in den 20er, 30er Jahren zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und zeigt so auf, wie die Leute damals gelebt haben. Ja? Die Finanzkrise war da ganz aktuell und keiner hat an den Zweiten Weltkrieg gedacht. Und das ist ganz interessant, weil man in der Serie sowohl die Oberschicht als auch die Unterschicht einmal betrachten kann. Aber hauptsächlich geht es um einen Polizisten, der von Köln nach Berlin reist und einen Fall aufklären will. Wie soll es auch anders sein? Aber wo wir schon mal beim Thema sind, ja, 20er, 30er Jahre war auch so die Hochzeit des deutschen Films. Vor dem Zweiten Weltkrieg war der deutsche Film tatsächlich nicht so verrufen wie heute und hat in Amerika einen Status gehabt, den sich viele, viele auch wieder zurückwünschen würden. Deswegen schauen wir uns doch einfach mal an, wie hat es der deutsche Film geschafft, so bekannt zu werden? Warum ist er überhaupt so bekannt geworden und wie ist er überhaupt abgestürzt und warum sehen wir heute nur noch Til Schweiger Filme? Weiß ich nicht. Oder Matthias Schweighöfer. Der deutsche Film. Ach ja. Wer freut sich denn nicht auf eine neue Liebeskomödie aus dem Hause Schweiger? Wer wartet nicht sehnsüchtig auf die zweite Staffel von Matthias Schweighöfers You Are Wanted? Und ist noch einer so gespannt wie ich, wie es denn nun in Fuck You Goethe 3 weitergeht? Nein? Keiner? Es gab mal eine Zeit, liebe Kinder, wo der deutsche Film sich nicht immer mit derselben Ranze profiliert hat und der erfolgreichste Exportschlager keine Filmreihe über eine asoziale Schule war. Aber was ist passiert? Wieso ist in den Köpfen der meisten der deutsche Film nur so verrufen? Gibt es keine guten deutschen Filme mehr oder glauben wir das einfach nur? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir noch einmal weit zurück in die 20er Jahre schauen. Denn hier war die wohl bisher prägendste Zeit des deutschen Films. Das Medium-Film steckte quasi noch in den Kinderschuhen und wurde in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg zur bedeutendsten Kunstform für Gesellschaftskritiker. In einer Zeit voller wirtschaftlicher und politischer Krisen gelang es dem deutschen Kinofilm, eine artistische Kunstform voller Interpretationsspielraum zu werden und wird bis heute als goldenes Zeitalter dank Filmen wie Das Kabinett des Dr. Caligari von Robert Wienes und Metropolis von Fritz Lang bezeichnet. Nach dem Ersten Weltkrieg blieben aber nur noch wenige kleine Independent-Studios, da die großen als Propagandamaschine umfunktioniert wurden und mit wachsender Inflation wurde es nicht leichter an Geld für Filmequipment und Sets zu kommen. So mussten die Filmstudios oft zu einfachsten Mitteln greifen, um visuell zu überzeugen, was jedoch dazu führte, dass kreative Regisseure neue Wege fanden, ihre Storys wirksam und künstlerisch zu erzählen. Der expressionistische Film, wenn auch aus der Not geboren, mit wenig Budget arbeiten zu müssen, schien nicht nur eine vorübergehende Modeerscheinung zu sein. Er beeinflusste stark die düstere Ästhetik späterer Horror- und Gangsterfilme weltweit durch nie dagewesene visuelle Vielfalt und innovative Techniken. Als die Krise mit der Machtergreifung Hitlers ihren Höhepunkt fand, flohen viele einflussreiche deutsche Filmemacher nach Frankreich, England und Amerika und nahm ihr Wissen und ihre Techniken rund um den deutschen expressionistischen Film mit, wo er maßgeblich zur Entwicklung des Genrefilms beitrug. Der Krieg war vorbei und die Menschen mussten sich von ihrem harten Alltag ein wenig ablenken. Keiner wollte sich brutale Geschichten oder gruselige Horrorfilme im Kino oder Fernsehen anschauen. Aber hierfür gab es eine ganz einfache Lösung. Heimatfilme. Diese Filme zeigten das Schönste, das Deutschland zu bieten hatte, gepaart mit fröhlicher Musik, ganz viel Liebe und Schmalz. Je mehr Zeit verging, desto mehr Heimatfilme wurden produziert. Die Deutschen wollten einfach immer und immer wieder dasselbe sehen, was dazu führte, dass sich die meisten Filmemacher in Deutschland auch darauf konzentriert haben. Warum sollte man auch Geld und Arbeit in einen Flop investieren wollen? Während also in Amerika Stanley Kubrick das Science-Fiction-Kino revolutionierte und Alfred Hitchcock England mit seinen Gruselwerken schockte, wollten die Deutschen eher so etwas sehen. Ja,
Klar gab es auch Ausnahmen und natürlich haben die Deutschen Ende der 60er auch bereits schon ausländische Filme genießen dürfen, aber das Hauptaugenmerk lag damals mehr auf Heimat-Fernsehproduktionen als auf die Filmrevolution im eigenen Lande. Bis heute hat sich seitdem eigentlich nicht viel geändert. Der Heimatfilm hat sich über die Jahre immer weiter abgewandelt und sieht sich jetzt als leichte Romantikkomödie oder günstig produzierte Soaps im Fernsehen. Aber soll es das wirklich gewesen sein? Können deutsche Filmemacher einfach nicht anders? Gibt es nie wieder gute deutsche Filme? Ein ganz klares Nein. Der Grund, warum wir die ganze Misere so schlecht wahrnehmen, ist, weil wir immer nur die Filme sehen, die sowieso schon erfolgreich sind. Was gut läuft, wird viel produziert und was viel produziert wird, schauen die Leute offensichtlich auch gerne. Wenn man nicht nach links und rechts guckt, findet man die Perlen auch nicht. Werden diese nicht gefunden, tja, dann werden halt auch nicht mehr produziert, weil das Geld fehlt. Deutschland kann auch anders als Schweighöfer oder Fuck You Goethe. Paradebeispiele hierfür sind beispielsweise Goodbye Lenin, Who Am I, Victoria, Die Welle, Toni Erdmann, Radio Heimat, ach, einfach unzählige Beispiele für Filme, die mal abseits der üblichen Norm arbeiten. Traut euch und gebt dem deutschen Film einfach noch eine Chance. Die Wirtschaftskrise hat wirklich zugeschlagen. Was für eine Schande. So viele zerbrochene Existenzen. Hier habe ich als Kind immer gerne Zigaretten gekauft. Tja, aber das Leben geht weiter. Gibt es etwas Deprimierenderes als leere Schaufenster? Wann wird endlich das Online-Shopping erfunden? So, und das war's dann auch schon wieder hier von der kleinen Tour durch das Set von Babylon Berlin. Ihr könnt das Ganze ab dem 13. Oktober ja, auf Sky sehen und ihr habt da jetzt auch irgendwie mitgekriegt, dass der deutsche Film auch anders als Matthias Schweighöfer und Til Schweiger kann. Deswegen eine kleine Empfehlung von mir, schaut einfach mal rein. Und falls ihr kein Sky-Abonnent seid, könnt ihr natürlich mit dem Sky-Ticket für 1 Euro im ersten Monat direkt losschauen. Guckt euch das an, ist mein Ernst. Ne? Nicht nur, weil es bezahlt ist, ist geil. So, ciao, ich hau ab. Wo wohne ich nochmal? Paul, helf mir mal. Wo wohne ich? Da, ne? Das sieht gut aus. Sind noch, das ist der einzige, wobei, ne, hier sind überall Gardinen, ne? Adam. Ja, ja. Aber ich bin Söhne, habe ich jetzt entschlüsseln. Ja. Ich wohne jetzt hier. Oh, das ist aber schön eingerichtet. Sehr schön. Gleich von Geburt an. Ja. Seit. Was ist denn? Schön. Schön. Wieder ein Tag überlebt in diesem Drecksloch. Wenigstens konnte ich dem Verbrechen wieder einmal das Handwerk legen.